Hallo Kinder, ich habe euch im Internet dazu aufgerufen, mir eure Lieblingswörter zu schicken und das waren so viele, dass ich ein ganzes Buch damit füllen konnte. Und aus diesem Buch werde ich euch jetzt eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, in dem fernen Land. Random. Da lebte ein Junge namens... Raichikawa! Er saß gerade am Küchentisch und überlegte, was er zum Frühstück essen sollte. Schinken. Mit Ei. Oder doch lieber Currywurst. Er entschied sich für den Schinken. Mit Ei. Er setzte sich damit vor den Fernseher und wollte eigentlich einen Bollywood-Film gucken, aber es kamen nur Nachrichten über die Getränkeverpackungsrückgabesystemreform. Oh Mann, dachte Raichikawa. Wayne interessiert. Plötzlich hörte er ein komisches Geräusch. Es hörte sich an wie ein endoplasmatisches Retikulum. Aber dann war es doch nur die Haustürklingel. Genervt machte er die Tür auf und vor ihm stand ein Telekommunikationsanlagenelektriker. Er trug ein schwarzes Schlabbershirt und roch ziemlich streng nach Backfisch. Alles, was er sagte, war: Hey, du kleiner Knuffelbuffel. Willst du mein Pickschnitzel sein? Das habe ich leider nicht verstanden. Könnten Sie das etwas deutlicher sagen? Fragte Raichikawa. Ich habe gesagt, willst du mein Pinkschnitzel sein? Sagte der Telekommunikationsanlagenelektriker. Und kam sich anscheinend ziemlich awesome dabei vor. Sorry. Du Arschbacken. Ich habe kein Wort verstanden. Na gut, willst du dann vielleicht meine Lustmuskete sehen? Raichikawa schreckte zurück. Bitte? Meinen Sie etwa Ihren Weihnachtsmann? Nein. Und mit einem lauten Kabum schlug er die Tür zu. Ende. Gute Nacht, Kinder. UFM, Young Fresh Music.